Liebe Bamberger, Piraten, Freunde und Mitstreiter. Mein Name ist Felix Shimura und ich bin stellvertretender Vorsitzender der Piratenpartei Bayern. Heute versammeln wir uns an einem historischen Ort, dem alten Kino hier in Gaustadt. Hier, wo einst Bilder flimmerten und Geschichten lebendig wurden, schreiben wir heute unsere eigene. Eine Geschichte von Veränderung, Mut und der Zukunft Europas. Unsere Reise beginnt hier und jetzt, getragen von den Werten von Freiheit, Transparenz, Gerechtigkeit, die tief in unserem Wahlprogramm zur Europawahl 2024 verankert sind. Wir, die Piraten, stehen bereit, die Wogen der Veränderung zu meistern und Europa in ein neues Zeitalter zu führen. Bamberg war schon lange ein Juwel der Kultur und ist es auch heute noch. Es ist eine Stadt, in der das Herz Franken schlägt und der Geist der Freiheit atmet. Hier, wo Tradition und Moderne harmonisch verschmelzen, haben wir den idealen Ausgangspunkt, um unsere Vision für Europa zu verwirklichen. Wir kämpfen für Freiheit, Würde, Teilhabe, den Schutz der Privatsphäre, freie Software, offene Daten und eine nachhaltige Zukunft. Hiermit möchte ich ebenso betonen, dass wir die erste Partei sind, welche europaweit mit einheitlichem Wahlprogramm antritt und ebenso als erste Partei weltweit eine internationale Strategie fahren. In dieser Europawahl treten wir unter anderem in Luxemburg, den Niederlanden, Frankreich, Slowenien, Tschechien, Schweden und Ungarn an. Ich freue mich, Sie hier als stellvertretender Vorsitzender des Landesverbandes Bayern, der Piratenpartei Deutschland und auch als Bamberger in meiner Wahlheimat begrüßen zu dürfen. Heute Abend werden wir von inspirierenden Persönlichkeiten begleitet. Lukas Küffner, der hier in Bamberg studiert, ist Teil unseres Spitzentrios und stellt sich und seine Motivation für Europa vor. Zudem ist er gegenwärtig der Vorsitzende der Piratenpartei Deutschland und auch mit dafür verantwortlich, dass bei dieser Wahl bereits Personen ab 16 Jahren wählen dürfen. Anschließend folgt ein Vortrag über EU-Sicherheitspolitik von Alex Kohler, welcher nicht nur unser Themenbeauftragter zur Sicherheitspolitik, sondern auch für seine regelmäßigen Twitter-Spaces zu diesem Thema international bekannt ist. Abgerundet wird dieser Abend von einem Vortrag von Patrick Breyer, welcher unsere Interessen im EU-Parlament aktuell vertritt. Er wird euch zeigen, was wir Piraten in den letzten Jahren in Europa erreicht haben. Kommen wir zum organisatorischen Teil. Die Getränkeausgabe befindet sich hinter Ihnen an der Theke. Die Kosten hierfür werden aufgrund dessen, dass sich jeder die Teilnahme an unserer Veranstaltung leisten können soll, vom Landesverband Bayern übernommen. Nichtsdestotrotz bitte ich Sie, wenn Sie es sich leisten können, einen solidarischen Beitrag in Form einer Spende zu leisten, damit wir dieses Konzept auch in Zukunft so anbieten können. Wir bedanken uns hiermit herzlich auch beim Gesangverein Liederhort Gaustadt 1874 e.V. für die Bereitstellung der Räumlichkeiten und der Hilfe bei der Organisation. Dieser freut sich, ebenso wie wir natürlich, über neue Mitglieder. Da möchte ich Sie nicht weiter aufhalten und begrüße Sie herzlich zu unserer Wahlkampfveranstaltung. Europa beginnt in Bamberg. Piraten wirken. Ich bitte um Applaus für Lukas Küffner. Ja, hallo in die Runde. Mich freut es heute sehr, hier zu sein. Ich habe ja auch einen besonderen Bezug zu Bamberg und ich werde dazu auch noch später was sagen, deshalb werde ich direkt einsteigen. Erstmal natürlich danke an Felix hier für die Organisation. Ich finde den Veranstaltungsort hier ziemlich cool, um ehrlich zu sein, und ich hoffe, dass wir hier demnächst auch bei kommenden Wahlen noch Veranstaltungen machen können. Ich mag das Ambiente einfach und ich hoffe, ihr auch. Gut, ich bin ehrlich, ich habe ziemlich lange über meine Rede nachgedacht, weil als Felix mich gefragt hat, hältst du eine Rede, habe ich mir natürlich sofort gedacht, ja, sehr gerne. Dann hat er mir aber gesagt, halbe Stunde Rede. Dann musste ich erst mal schlucken, habe aber was vorbereitet. Ich weiß nicht, ob es die halbe Stunde wird. Ich denke, es ist ein bisschen kürzer, aber ich denke, ich fange einfach mal an, mich selbst vorzustellen, weil ich ja einigen noch nicht bekannt bin. Ich bin Lukas Küffner, ich bin aktuell der Bundesvorsitzende der Piratenpartei, ich bin 22 Jahre alt und ich bin damit der jüngste Bundesvorsitzende einer Partei, die aktuell im EU-Parlament vertreten ist. Ich bin einer der Spitzenkandidaten der Piratenpartei, ich stehe auf Listenplatz 3. Für meinen Einzug bräuchten wir ungefähr 2,6%. Das ist mein persönliches Ziel, das ist das Ziel der Piratenpartei. Schauen wir mal am 9.6., was wird.
Gut, ich erzähle erstmal was zu mir persönlich, zu meinem Werdegang. Ich bin selbst seit 5 Jahren politisch aktiv innerhalb der Partei, bin seit 6 Jahren politisch generell aktiv und eingetreten in die Piratenpartei bin ich 2019, damals mit 17 Jahren. 2019 war ein sehr interessantes Jahr. Ich habe einen Europawahlkampf noch mitgemacht, damals mit dem erfreulichen Ergebnis, dass Patrick Breyer, der später noch spricht, eingezogen ist. Jedoch hat mich auch damals eine Sache sehr geärgert, 2019, und das war tatsächlich, dass ich nicht wählen durfte. Das hat mich so geärgert, dass ich zusammen mit anderen Jugendlichen Verfassungsklage in Karlsruhe eingereicht habe. Mittlerweile ist das Wahlalter gesenkt, die Klage ist leider noch nicht behandelt, aber Ziel erreicht, würde ich sagen. Also das ist ein Piratenerfolg, den wir hier haben. Und erstmals bei dieser Wahl 16- und 17-Jährige haben, die wahlberechtigt sind. Also man sieht, Piraten wirken nicht übers Parlament in diesem Fall, aber über Karlsruhe. Wir haben Druck aufgebaut und haben was erreicht. Ja, danke. Ich wurde Mitte 2019 mit gerade mal 17 Jahren das erste Mal in unseren Kreisvorstand in Nürnberg gewählt, bin dort immer noch Mitglied, wir haben ein geiles Team und es macht auch ungemein Spaß, dort mitzuarbeiten. 2020 hatten wir Kommunalwahl in Nürnberg, dort war ich auch natürlich aktiv eingebunden, der erste Wahlkampf, wo ich richtig mitgemacht habe, würde ich sagen, schon ein Jahr Mitglied dort, auch ironischerweise auf Listenplatz 3 gewesen, das ist bis jetzt bei jeder Wahl irgendwie so ein Ding bei mir, dass es der Listenplatz 3 war. Ja, irgendwann wird es auch für einen Einzug reichen. Und wir sind damals auch in den Nürnberger Stadtrat eingezogen, unser Stadtrat ist auch heute hier und bedient die Technik. Das heißt, wir sind jetzt seit 2020 im Nürnberger Stadtrat und machen dort Politik. Ja, 2021 war auch ein sehr interessantes Jahr. Ich war Bundestagskandidat als Direktkandidat in Nürnberg-Nord, habe dort Wahlkampf gemacht, das erste Mal dann auch ein bisschen bundesweiter aktiv geworden, habe Leute dort kennengelernt und hatte dann ein sehr gutes Ergebnis für die Piratenpartei mit knapp 2000 Stimmen, das drittbeste Erststimmenergebnis aller Direktkandidaten der Piratenpartei Deutschland zur Bundestagswahl. Ja, jetzt sind wir schon im Jahr 2022. Da wurde ich tatsächlich zum Vorsitzenden der Nürnberger Piraten gewählt. Das war auch eine sehr schöne Zeit, die mich, denke ich, auch ganz gut vorbereitet hat auf meine Zeit als Bundesvorsitzender, auch wenn es ein kleinerer Verband natürlich war. Die Arbeit dort hat sehr viel Spaß gemacht. Wie es bei uns so üblich ist, habe ich dann noch weitere Ämter gesammelt. Ich wurde Themenbeauftragter für Chatkontrolle der Piratenpartei Bayern und der politische Geschäftsführer der Piratenpartei Mittelfranken. Nun kommen wir aber zu einem Jahr, das für mich innerhalb der Partei und politisch gesehen wahrscheinlich das Spannendste war, 2023. 2023 war spannend, weil es für mich begonnen hat mit einem Praktikum in Brüssel im EU-Parlament. Das erste Mal in Brüssel im Parlament aktiv Politik mitgestalten, mitverfolgen und mitarbeiten. Ich sag's wie es ist, es war geil. Es war ziemlich cool und dieses Praktikum hat mich tatsächlich damals auch dazu bewegt, zur Europawahl zu kandidieren, weil ich eben dort Erfahrungen sammeln konnte, dort auch tatsächlich mit den Abgeordneten geredet habe, wie es denn wäre, wenn ich kandidieren würde. Die haben dort tatsächlich auch positiv immer mir Feedback gegeben und mich auch bestärkt. Deshalb habe ich dann im Juni auf der Aufstellungsversammlung der Piratenpartei Deutschland kandidiert. Und wurde ins Spitzentrio gewählt, neben Anja, die auf Listenplatz 1 ist, und Anne, die auf Listenplatz 2 ist, als Listenplatz 3. Das war ein sehr cooles Erlebnis am Parteitag, das alles mitzumachen. Und seitdem läuft der Wahlkampf, würde ich sagen. Da kam noch eine Sache dazu, die relativ wichtig ist. Ende des letzten Jahres wurde ich zum Vorsitzenden gewählt. Felix hat es schon angesprochen, ich habe es auch gerade schon erzählt. Ich bin der jüngste amtierende Vorsitzende einer Partei, die im Europaparlament vertreten ist. Das ist einfach bei uns in der Partei so ein Ding, dass das Alter keine Rolle spielt, sondern dass man gleich, wenn man jung ist, mit anpacken kann. Und das ist einfach cool. Ja, dann fragen sich vielleicht viele von euch, was macht Lukas als Nürnberger in Bamberg? Ja, zum einen natürlich die Piraten hier vor Ort unterstützen. Das ist cool zu sehen, dass hier sich langsam
über die letzten paar Jahre Strukturen wieder aufbauen, dass wir dort aktiv werden, dass wir einen regelmäßigen Stammtisch haben. Ich studiere aber auch in Bamberg. Ich habe hier meinen Bachelorabschluss in BWL gemacht und studiere nun im Master BWL. Also bin noch eine Zeit lang hier und Bamberg ist einfach eine coole Stadt. Noch cooler wird es natürlich, wenn Piraten auch irgendwann hier im Stadtrat sitzen, aber das habe ich schon gehört, das ist das Ziel für 2026. Da können wir alle dann dran arbeiten, dass wir zum einen in Nürnberg größer werden im Stadtrat und in Bamberg einziehen. Das ist ein gutes Ziel, denke ich. Ja, das war so das Persönliche zu mir. Ich habe noch ein paar Stichpunkte aufgeschrieben, wozu ich wahrscheinlich auch relativ lang reden kann. Das ist einmal meine Motivation, Politik zu machen, weil ich glaube, das ist immer ganz interessant, so von verschiedenen Leuten zu hören. Es gibt ja verschiedene Motivationen, Politik zu machen. Warum in die Piratenpartei? Da gehe ich auch gleich noch ein. Aber als erstes meine Motivation, erst überhaupt Politik zu machen. Für mich ist es wichtig, junge Menschen in Politik einzubeziehen. Und am nächsten dran ist man selber als junger Mensch. Deshalb habe ich mir damals mit 17 gedacht, okay, politisch aktiv werden, ich schaue es mir mal an, wie es ist. Und mir hat es einfach sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe auch gemerkt, dass gerade auf Podien, wenn man als Kandidat war oder wenn man mit anderen Leuten diskutiert hat, dass oft eine junge Sichtweise in der Politik gefehlt hat, die ich da etwas mit einbringen konnte und dadurch auch meine Akzente gesetzt habe. Dann sind meine Motivationen natürlich noch, dass wir mehr Transparenz in der Politik herstellen, einfach, dass Entscheidungen nachvollziehbarer werden, dass Hinterzimmerpolitik eingeschränkt oder gar ganz beendet wird. Das ist auch ein sehr piratiges Ziel. Uns ist eine Bürgernähe sehr wichtig, mir persönlich auch. Und Mitbestimmung ist ja auch eines der aktiven und wichtigsten Ziele der Piraten, dass wir die Mitbestimmung der Bürger aktiv ausbauen, dass die Bevölkerung aktiv einbezogen wird. Und wir eine Mitmachpolitik etablieren, also dass Leute, wenn sie Anliegen haben, einfach sich einbringen können mit sehr, sehr geringen Hürden. Antikorruption ist auch ein sehr wichtiges Thema aktuell. Ich habe ja schon gesagt, ich kandidiere für Europa. Wir haben in Europa leider immer mal wieder Probleme mit Korruption. Wir als Piraten setzen uns schon seit 2009 dafür ein, dass wir dort wirklich gute Regeln bekommen, die auch Sanktionsmöglichkeiten vorsehen und undurchsichtige Machenschaften komplett beenden. Da scheitern wir aktuell noch dran, dass wir keine Mehrheiten innerhalb des Parlaments haben und das oft sich selbst blockiert, weil wer gibt sich schon selbst gerne Regeln, die einen in die Karten schauen lassen? Wir Piraten machen das, die anderen Abgeordneten sind da oft eher abgeneigt. Ja, ein Thema, was aktuell am wichtigsten ist und wo Patrick mit Sicherheit später noch mehr sagen wird, ist die Verteidigung unserer Freiheit. Das EU-Parlament hat sehr viel Möglichkeiten und auch sehr viel Einflussmöglichkeiten und manchmal kommt dabei einfach Murks raus. Ich sage es, wie es ist. Wir hatten jetzt vor kurzem erst wieder, dass die Chatkontrolle weiter aktiv diskutiert wird, also weiterhin darüber nachgedacht wird. Alle Bürger auf, ja, unbegründeten Verdacht hin zu kontrollieren, ob die nicht irgendwelche illegalen Dinge am Handy haben. Das Problem ist aber, diese Chatkontrolle, die hier eingeführt werden soll, die ja, soll mithilfe von irgendwelchen Algorithmen eingeführt werden, die zum einen nicht nachvollziehbar sind und zum anderen sehr fehleranfällig. Das heißt, wenn alle Handys zum Beispiel überprüft werden, also alle Handys überwacht werden, wir haben sehr viele Handys, wir haben sehr viele Nutzer, bei einer Fehlerquote von 10% ist man da schon im hohen Millionenbereich und ich denke, es ist einfach falsch, wenn man sagt, okay, diese falschen Anzeigen da, die können wir in Kauf nehmen. Patrick hat sich da sehr aktiv dagegen eingesetzt, deshalb konnte die Chatkontrolle auf unser Bewirken hin bisher verhindert werden. Es ist aber wichtig, dass wir weiterhin im EU-Parlament vertreten sind als deutsche Piratenpartei und natürlich möglichst stark vertreten sind, damit wir auch weiterhin gegen die Chatkontrolle kämpfen können, gegen biometrische Massenüberwachung kämpfen können und für liberale und Freiheitsrechte und Bürgerrechte. Und dementsprechend ist es wichtig, dass wir jetzt im Wahlkampf und in der Wahl dann ein gutes Ergebnis erzielen. Ich habe schon ein bisschen angeschnitten, bei der Motivation für Politik waren ein paar Punkte dabei, weshalb ich in der Piratenpartei bin. Es ist eine Frage, die stellt man sich schon manchmal, weshalb die Piratenpartei, die wird mir auch relativ häufig gestellt. Für mich ist die Piratenpartei die einzige Partei, die sich konsequent für Freiheit, Würde und Teilhabe einsetzt.
Wir sind eine soziale und eine liberale Partei und wir kämpfen gemeinsam. Das Coole bei uns ist, jeder kann mitmachen, niemand wird irgendwie benachteiligt und auch, was ich immer wieder merke, die Abgeordneten, die wir haben, die wollen wirklich mit den Mitgliedern zusammenarbeiten. Also Patrick zum Beispiel ist es sehr wichtig, aber auch den tschechischen Abgeordneten, dass sie die Mitglieder aktiv in ihre Arbeit mit einbeziehen und dort sich auch immer Feedback holen und auch Anregungen annehmen, aber auch von der Bevölkerung Anregungen über so Dinge wie Open Antrag zum Beispiel annehmen. Dann ist ein Punkt, der mir immer sehr wichtig ist, natürlich noch, dass wir die erste paneuropäische Partei sind. Wir wurden 2013 gegründet. Ich weiß, dass es da immer mal wieder eine Partei gibt, die jetzt letztens gepostet hat, sie werden die erste paneuropäische Partei sein, die Abgeordnete aus mehreren Ländern mit dem gleichen Wahlprogramm haben wird. Sorry, 2019 ist das Ganze schon für uns eingetreten. Wir sind seit 2019 mit 3 tschechischen und 1 deutschen Abgeordneten im EU-Parlament vertreten und sind damals schon mit gemeinsamen Wahlprogrammen angetreten. Also wollt, ihr seid nicht die Ersten, wir waren die Ersten, merkt es euch mal. Vielen Dank. Ja, mal schauen, ob irgendjemand von Volt dieses Video sieht. Vielleicht bringt es ja was, weil ja, das regt einen dann manchmal schon auf, aber was soll's. Ja, ich habe es jetzt auch schon angesprochen, als EU-Partei sind wir tatsächlich auch nicht nur in Deutschland aktiv, sondern sind sogar in mehreren Parlamenten vertreten. Wir sind in Luxemburg vertreten, im Parlament, wir sind in Tschechien im Parlament vertreten und Felix hat es vorhin auch in seiner Rede angesprochen, wenn es gut läuft, ziehen wir ins Parlament in Slowenien ein, in Ungarn, wenn es ganz gut läuft, vielleicht noch in den Niederlanden und in den anderen Ländern, in denen wir antreten. Und es ist einfach cool, in einer Partei Mitglied zu sein, wo man auch Kontakt zu diesen Abgeordneten hat, obwohl sie aus anderen Ländern sind. Wenn man jetzt dran denkt, wenn man in der SPD zum Beispiel Mitglied ist, wird man wenig Berührungspunkte haben mit den Abgeordneten aus anderen Ländern von der Fraktion. Aber bei uns als Piraten ist es eine Selbstverständlichkeit, dass wir europäisch und sogar international zusammenarbeiten. Also wenn bei uns im EU-Parlament irgendwas ansteht, das Team der 4 Abgeordneten, obwohl sie aus mehreren Ländern stammen, das arbeitet zusammen und das arbeitet gut zusammen. Die letzten 5 Jahre haben es gezeigt. Ich merke schon, ich habe tatsächlich gar nicht so große Probleme, die Zeit zu füllen. ja, 2 Punkte, die ich ansprechen wollte, die mir persönlich noch wichtig sind, weshalb ich mich auch so gerne in der Piratenpartei engagiere, ist einfach, dass wir coole Leute haben, coole Mitglieder und ein cooles Team sind, gerade hier in der Gegend, in Franken. Wir haben coole Mitglieder, wir haben coole Leute, mit denen man auch super zusammenarbeiten kann. Deshalb auch an alle Mitglieder hier in der Gegend, bringt euch gerne ein, wenn ihr euch noch nicht einbringt, an die, die es schon tun. Vielen Dank euch, es ist einfach immer mal wieder schön auch zu sehen, was man gemeinsam erreichen kann und das macht einfach unglaublich Spaß. Und der andere Punkt ist, dass wir einfach als Piratenpartei einen anderen Politikstil haben. Das heißt, man kann bei uns direkt mitarbeiten, sich einbringen und mitbestimmen. Gut, das waren so die groben Punkte. Ich muss mal kurz mein Mikro einstellen, was die ganze Zeit runterrutscht. Kommt schon jemand? Ja? Ja, danke. Ja, ich glaube, das reicht schon. Jetzt müsste ich auch wahrscheinlich ein bisschen lauter im Stream zu hören sein. Ich werde jetzt noch ansprechen, weshalb ich überhaupt zur EU-Wahl kandidiere. Es ist schon ein sehr großes Ding, einfach mal so zu sagen, man kandidiert als Kandidat zu einer Wahl, die deutschlandweit ist. Es ist aber wirklich cool, weil das EU-Parlament an sich ist schon krass, dass es so funktioniert, wie es aktuell funktioniert. Wir haben 200 verschiedene Parteien und trotzdem funktioniert es, dass die sich zusammenschließen in mehrere Fraktionen und dort gemeinsam sich einigen auf Politik, dass sie dort verhandeln. Es ist zwar manchmal sehr umständlich, die Verhandlungen innerhalb der europäischen Ebene, es ist aber auch sehr cool zu sehen, dass das Ganze so gut funktioniert. Und es ist natürlich vor allem cool zu sehen, dass wir als Piraten so einen großen Einfluss haben. Also wir haben als kleine Piraten mit 4 Abgeordneten von 705 aktuell
doch einen recht großen Einfluss, liegt aber auch tatsächlich daran, dass Patrick Breyer, unser aktueller Abgeordneter, so fleißig ist wie kein anderer. Ich meine, wer so fleißig ist wie 5 FDP-Abgeordnete zusammen, der hat sich ein Schulterklopfen nach seiner Amtszeit mehr als verdient. Also auch hier mal ein Danke an Patrick für seinen unermüdlichen Einsatz. Es ist einfach cool zu sehen, was er alles so erreicht hat. Und ich denke, er wird später auch noch drauf eingehen. Ja, eine Sache, die aktuell aber auch wichtig ist, weshalb ich kandidiere, ich sehe es ein bisschen so als die Antwort auf den aktuellen Rechtsruck. Wir haben nicht nur in Deutschland aktuell die Gefahr, dass im EU-Parlament mehrere rechte und rechtsextreme Parteien mit teilweise sehr dubiosen Verbindungen eine Mehrheit gewinnen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir den Wählern eine demokratische, eine nicht rechtsextreme Alternative bieten, die sie guten Gewissens wählen können. Bei der Europawahl gibt es keine Sperrklausel, deshalb zählt hier das Argument der verschwendeten Stimme überhaupt nicht. Jede Stimme zählt, deshalb ist es auch unglaublich wichtig, wählen zu gehen. Deshalb auch hier der Aufruf, geht wählen, jede Stimme zählt, es ist wichtig, wählen zu gehen. Wenn man nicht wählt, dann wählt man das Wahlergebnis am Ende, also genau das, was man nicht will. Also ist es eine schlechte Ausrede, nicht zur Wahl zu gehen, weil man unzufrieden ist. Bei 35 Parteien wird schon das dabei sein, was mit einem irgendwie übereinstimmt. Ja, was den Rechtsruck angeht, ich gehe auch mal auf ein paar aktuelle Sachen ein. Wir haben aktuell tatsächlich die Situation mit der AfD. Das ist erst gestern passiert, deshalb habe ich es erst gestern in die Rede mit aufnehmen können. Die sind selbst den französischen Rechtsextremen mittlerweile zu rechts, zu komisch und mit denen können sie nicht mehr zusammenarbeiten. Deshalb wurde gestern tatsächlich die Alternative für Deutschland aus der rechtsextremen ID-Fraktion im EU-Parlament ausgeschlossen. Die Begründung der französischen Abgeordneten, die das angestoßen haben, war, dass sie mit Maximilian Krah nach seinem ganzen Skandal nicht zusammenarbeiten können. Sie haben aber nicht nur den Herrn Krah ausgeschlossen, sondern die gesamte AfD-Delegation. Das heißt, die aktuellen Abgeordneten der AfD sind in dieser Legislatur, die zwar nicht mehr lange ist, fraktionslos. Und jetzt kommt das, was mich persönlich auch ein bisschen gefreut hat. Sie werden es auch in der nächsten Legislatur sehr wahrscheinlich sein. Und viele wundern sich jetzt, weshalb ist es so wichtig, ob man in der Fraktion ist. Wir selbst sind ja auch in der Grünen-Fraktion. Als fraktionslose Abgeordnete hat man so gut wie keine Mitsprachemöglichkeiten. Man hat keine Möglichkeiten, zuzugreifen. Man hat weniger Möglichkeiten, dort Anträge zu stellen. Man hat weniger Mitarbeiter. Also haben sie im Insgesamten weniger Möglichkeiten, dort Politik zu machen und ihre menschenverachtende Ideologie voranzutreiben. Deshalb ist es jetzt ein gutes Zeichen, dass die Rechtsextremen sich auf europäischer Ebene zerstreiten und zersplittern. Wenn es gut läuft, wird dadurch die ID-Fraktion und auch die andere sehr rechte Fraktion im EU-Parlament nicht drittgrößte Kraft, sondern eventuell nur viert- oder fünftgrößte Kraft und hat dadurch auch innerhalb des Parlaments deutlich weniger Einfluss. Und den Aufruf mache ich jetzt noch, da wir auch einen Livestream haben. Wer AfD wählt, der wählt Russlandfreunde, der wählt Putin-Knechte, der wählt China-Freunde, der wählt auf keinen Fall Leute, die sich für dieses Land einsetzen. Er wählt Vaterlandsverräter. Man muss es einfach so sagen, wie es ist. Wer sein Land gegen Geld an autoritäre Mächte verkauft, wie jetzt Russland und China, wer menschenverachtende Ideologie verbreitet, und wer sich wirklich in den abgrundtiefst verabscheuungswürdigsten Phrasen und Sätzen äußert, der hat in unserer Gesellschaft keine Mitte, der hat in unserer Gesellschaft keinen Platz in der Mitte. Deshalb ist es auch wichtig, jetzt zur Wahl zu gehen, jede Stimme für eine Partei wie die Piraten oder generell für eine andere Partei ist eine Stimme auch gegen die AfD. Und wir haben auch im EU-Parlament gesehen, sie bringen nichts. Sie machen dort keine gute Arbeit, sie motzen im Endeffekt nur auf Social Media, wenn sie dann wieder irgendwelche Videos posten, aber statt dass sie mal einen Antrag stellen oder irgendwo sich in einen Ausschuss einbringen, fehlen sie über das gesamte letzte Jahr hinweg, wie der Spitzenkandidat Herr Krah, bei den Ausschüssen, in denen sie Mitglied sind, einfach weil sie sich ein gutes Leben machen wollen und keine Politik. Deshalb, wer AfD wählt, der wählt eine Mogelpackung und keine Alternative für Deutschland. Ja,
Das war es soweit von meiner Rede. Ich hatte noch ein paar mehr Punkte aufgeschrieben, aber ich habe das meiste schon gesagt. Ich wollte jetzt einfach noch mal kurz Danke sagen an die Leute, die heute diesen Stream auch organisieren. Also ich habe schon gehört, wir streamen heute auf 4 Plattformen gleichzeitig. Bin auch gespannt später, wie das Ganze ankommt bei den Leuten am Stream, auch hier bei euch. Wenn ihr Fragen habt, sprecht mich gerne später an. Ich bin noch ein bisschen länger da. Und es wird auch eine Aufzeichnung geben, deshalb könnt ihr auch gerne die Aufzeichnung anschauen. Ansonsten auch nochmal danke an Felix fürs Organisieren. Ich spreche sehr gerne in meiner Studentenstadt, auch gerne öfters, gerne auch öfters bei Aktionen dabei. Und ich beende mit dem Aufruf, geht wählen, wählt demokratisch. Einen schönen Abend euch allen. Vielen Dank an Lukas Küffner für seinen Auftritt hier. Jetzt folgt unser nächster Vortrag von Alex Kohler. Einen großartigen Applaus bitte. So, hallo. Also wie vielleicht schon angekündigt, ich bin der Themenbeauftragte der Piratenpartei für den Bereich Außen- und Sicherheitspolitik. Und jetzt fragt man sich natürlich immer, okay, ja, das ist eine Netzpartei. Was hat Außen- und Sicherheitspolitik oder wie kommt man darauf, in diesem Themenbereich so aktiv zu sein? Dazu muss man sagen, wir sind eine internationale Partei und da ist natürlich Außen- und Sicherheitspolitik auch gesetzt. Wir sind eine proeuropäische Partei und wir sind auch in vielen europäischen Ländern unterwegs und zum Beispiel auch der tschechische Außenminister ist ja auch von der Piratenpartei. Das muss man ja auch mal so sehen. Wir sind vielleicht anderen Parteien durch unseren Ansatz, einfach weil wir aus dem Digitalen kommen, weil wir einfach auch diesen Bereich entsprechend ja, aus der Digitalisierung her erschlossen haben, wie jeden anderen Bereich, weil es ja einfach so viele Auswirkungen hat auf die Gesellschaft, dann hier auch ziemlich präsent und wir arbeiten auch international zusammen. Wir haben zum Beispiel unser Programm geschrieben und uns dann in Straßburg getroffen. Das hat nicht mal eine halbe Stunde gedauert, bis wir dann irgendwie den Text fertig hatten, also dieses Mal. Und ja, es macht einfach Spaß, international zusammenzuarbeiten mit den Leuten und auch wirklich, wirklich auch tiefgehende Analysen zu machen, wie geht es denn weiter. Wir können uns jetzt eigentlich schon... Wir haben da einige Erfolge schon erzielt, also wir können inzwischen schon Wetten abschließen gegen das Auswärtige Amt und sind uns eigentlich ziemlich sicher, dass wir meistens gewinnen. Von unserer Analyse her, aktuell läuft unsere Wette gegen das Auswärtige Amt zum Thema Iran noch immer. Die sind sich, glaube ich, nicht so sicher, dass es da jetzt mal einen Regime-Change gibt. Wir sind uns da eigentlich ziemlich sicher und das sind einfach so Themen, mit denen wir uns befassen. Wir sind da meistens, meistens etwas früher dran als andere. Zum Beispiel zu Nord Stream oder anderen Themen haben wir schon frühzeitig gewarnt. Zum Beispiel auch 2021. Da konnte man schon wirklich frühzeitig einfach sehen, was da auf uns zukommt. August 2021, also eine schöne Analyse von uns auch nachzulesen. Also da steht dann auch immer, ich sag uns, weil ja natürlich auch immer mein Team dahinter steht, mit dem ich das irgendwie ausarbeite. Das machen wir sogar über Ländergrenzen hinweg. Das haben wir uns zum Beispiel auch mit dem Thema Stress als Sicherheitsrisiko befasst, zum Beispiel mit den schwedischen Piraten zusammen. Und so können wir dann einfach wirklich sehr gute Analysen machen und auch haben einfach auch eine gemeinsame Sichtweise auf bestimmte Herausforderungen, die auf uns zukommen. Ja? Und es ist natürlich, und es freut mich dann auch immer, wenn ich zum Beispiel jetzt bei dem erwähnten, dem erwähnten Nord Stream 2, dieser Problematik dann einfach dann aus Tschechien zum Beispiel Rückmeldung kriege, okay, dadurch, dass ihr das geschrieben hattet und uns darauf hingewiesen habt, konnten wir vielleicht dann auch, waren wir vorbereitet, dass ein größerer
Versorger einfach pleite gegangen ist. Ja? Wenn man sich dann im vorzeitig darauf vorbereiten kann, dann ist es auch nicht so schlimm. So, warum Ausblick gerade aktuell wirklich wichtig ist, das sehen wir ja einfach, indem wir einfach in die weite Welt hinausschauen. Wir sind hier vielleicht in Deutschland etwas behütet und ja, so eine Art Biedermeierzeit unterwegs. Also wenn ich das zum Beispiel in meinen Spaces, die jeden Mittwoch dann irgendwie abhalte, dann entsprechend darstelle, ja, nenne ich das irgendwie so ein bisschen Teletubbiland, weil sich quasi unsere, ja, unsere Führung entsprechend auf Bundesebene, also die, ja, die Bundesregierung, teilweise so verhält, als wenn sie da in so einer Traumwelt unterwegs ist und nicht versteht, wie man sich jetzt in dieser veränderten Weltlage, also wir gehen ja wirklich interessanten Zeiten entgegen, also das, was wir bis jetzt gesehen haben in der Ukraine oder einfach in Afrika und sonst wo auf der Welt, das ist ja nur der Anfang, das geht ja noch weiter. Und klar will man wieder zurück zu alten Verhältnissen, aber wie gesagt, man muss sich auch auf die aktuelle Situation einstellen. Und da sehe ich einfach noch nicht, also in der deutschen Politik. Also Deutschland, das haben wir hier auch in Deutschland kaum mitbekommen. Wir sind relativ isoliert auch von dem, was, ja, wie unsere Bundesregierung oder unser Bundeskanzler einfach dasteht international. Man wird teilweise umgangen, ja. Man hält uns teilweise von, oder besser gesagt, die Bundesregierung hält man dann teilweise für ein bisschen seltsam in dieser Hinsicht, wenn man einfach überhaupt nicht kapiert, mit wem man es zu tun hat. Wenn wir uns zum Beispiel anschauen, nehmen wir einfach mal Putin, da geht es einfach zu wie in einer Mafia-Organisation. Und dann kommen irgendwie Aktionen von unserem Bundeskanzler, wo man dann denkt, okay, da kannst du vielleicht in einen anti-autoritären Kindergarten vielleicht so reingehen, jetzt aber nicht mit einem Mafia-Boss reden. Da brauchst du dann schon ein bisschen was dahinter. Und wir sind auch wirklich auch unabhängig voneinander, in Europa, ja, auch wenn man mit den einzelnen Piraten dann überhaupt nicht geredet hat, da sind wir wirklich dann auch für eine starke Unterstützung der Ukraine mit schweren Waffen, also wirklich alles, was geht, natürlich alles im Rahmen des Völkerrechts, aber da sind wir auch wirklich dabei. Und da muss man sich natürlich auch auf anderen Bereiche dann konzentrieren, also man muss ja auch abwehrbereit sein als Europa. Ja, als Deutschland in Europa und als Europa insgesamt. Und es ist einfach schwierig oder schlimm zu sehen, wenn man zum Beispiel nach Frankreich rübergeht, da weiß quasi von der, ja, wirklich vom Präsidenten bis runter zu den Leuten auf der Straße, wissen die einfach, dass sie angegriffen werden. Und bei uns kommt es noch nicht an. Da kommt es wirklich noch nicht an. Das ist wirklich, da gibt es dann irgendwie versuchte Anschläge und alles Mögliche, aber man sieht sich noch nicht angegriffen. Da werden Trollfarmen dann ausgerollt, ja, die zum Beispiel bei uns auch politisch eingreifen, die extremen Ränder dann irgendwie pushen und man sieht überhaupt nicht, dass das überhaupt bei den betreffenden Leuten dann ankommt, die dafür verantwortlich sind, das abzuwehren. Oder das ist einfach schwierig zu sehen. Während zum Beispiel Frankreich oder Tschechien, da sieht man das. Ja? Da müssen andere uns dann helfen, dass man dann irgendwie bei uns irgendwelche Spitzenkandidaten von diversen Parteien dann, zum Beispiel der Partei, die Lukas vorhin erwähnt hat, deren Namen ich jetzt nicht nennen will, und da werden dann Goldbarren gefunden, ja? Oder dann werden Aufzeichnungen gemacht, wo es dann heißt, ja, ich kann da mit 200 Euro nicht an der Kasse, also an der Tanke zahlen bei der Geldübergabe.
Und das zieht sich bestimmt ja noch weiter runter. Und das ist ja jetzt nur dieser eine Teil. Also auch die Politik ist, wenn sie nicht transparent genug ist, ist sie ein Angriffsvektor. Ich bin ja schon froh, dass auf europäischer Ebene dann wirklich dann die Leute dann auch im Knast sitzen. Also da hat man ja Parlamentspräsidenten dann irgendwie eingesperrt, während man das bei uns dann mit in Mecklenburg-Vorpommern, da dürfen die dann noch in der Regierung sitzen. Und das ist einfach extrem schlimm. Und da sind wir natürlich als Piraten prädestiniert mit der Transparenz und anderen Dingen, dass wir da einfach entsprechend da ein Auge drauf haben. Ja? Und es auch schon ziemlich frühzeitig einfach dann sehen. Ja? Und da müssen wir natürlich auch als Piraten drauf einwirken. Lukas hat es auch schon erwähnt in der Chatkontrolle, wenn man sich dann mit das zum Beispiel als Begründung hernimmt, um diese Chatkontrolle einzuführen, das dann aber so schlecht umsetzt, ohne überhaupt ein gewisses Verständnis zu haben, was man dann macht, dass es quasi Schuss ins Knie ist und teilweise dann auch dem Gegner hilft, dann ist es jetzt etwas blöd. Ja? So, ich komme jetzt nochmal auf Europa zurück. Also Europa, wie gesagt, wir sind die erste Partei mit einem gemeinsamen europäischen Wahlprogramm. Und das haben wir auch immer europäisch zusammengebaut, diesmal in sehr kurzer Zeit, jedenfalls in meinem Bereich. Und da sind wir uns auch wirklich einig. Und wir sind uns auch einig, dass Europa in dieser Welt, wo es draußen zugeht wie in Game of Thrones, ja, während man bei uns dann irgendwie rumläuft wie bei Teletubbyland, jedenfalls in der Regierung, also die sollten weniger Drogen nehmen, manche, da ist es einfach, ja, da muss man sich einfach dann auf diese Realität einstellen. Und wenn man das nicht macht, wenn man jetzt nicht mit in Europa mit einer Stimme spricht und nicht versteht, dass man gemeinsam stark ist, ja, und dann auch zum Beispiel China oder anderen dann widerstehen kann, dann schaut es ziemlich zappenduster aus. Ja? Und da wollen wir einfach dann wieder, ja, einfach beitragen dazu, dass Europa wirklich mit einer Stimme spricht. Und da sind wir einfach prädestiniert, weil einfach unser Austausch länderübergreifend so gut ist und wir hier ja viel mit unserer Denkweise einfach dann uns einbringen können. Ja, wir sind einfach die Partei, die einfach für den digitalen Wandel zuständig ist. Und dieser digitale Wandel ist hier auch entsprechend wichtig, einfach dass man einfach diese neuen Gesetzmäßigkeiten auch begreift. Es wird ja viel von hybrider Kriegsführung gesprochen und da ist zum Beispiel Desinformation auch dabei, neben den normalen schweren Waffen. Und da werden wir ja auch intensiv angegriffen. Wenn man sich einfach mal vorstellt, jeder kennt diese Wagner-Gruppe, die dann irgendwelche Kriminellen dann über die Grenzen oder über die an der Frontlinie verheizen. Da muss man sich einfach bewusst machen, das ist nur ein Teil von dem, was die machen. Die Hälfte ihrer Einnahmen generieren sie durch Trollfarmen. Ja? Trollfarmen, die entsprechend irgendwo in Moskau, in St. Petersburg sitzen. Und die dann entsprechend versuchen, irgendwelche Narrative in unsere Gesellschaft einzuimpfen. Neben den bisherigen Angriffen auf klassische Art und Weise mit psychologischer Kriegsführung ist es natürlich noch ein zusätzlicher Boost für diese Truppe. Und das sehen wir ja auch. Wir sehen quasi, es fließt Geld. Es sind Trollfarmen unterwegs und wir sind quasi das Hauptziel für diese Angriffe in Europa und merken das überhaupt nicht in unserer Regierung. Oder es wird einfach nicht kommuniziert, was schade ist. Und hier muss man wirklich ansetzen und muss man wirklich entsprechend, sich bewegen und einfach mal irgendwie mit einem offenen Geist an diese neuen Entwicklungen herangehen. Ja, und nicht in dieser Vergangenheit verhaftet sein, die ist zwar wunderbar, friedlich und da hopsen da irgendwelche Teletubbies durch die Gegend, aber
Das ist die Vergangenheit. Und jetzt geht es halt so wie in Game of Thrones. Und jetzt muss man sich einfach darauf einstellen. Und das fehlt. Und da sind wir einfach sehr gut aufgestellt inzwischen. Also wir kriegen da recht gute Rückmeldungen dazu, wie wir da aufgestellt sind. Und ich fand auch wirklich diesen Entwicklungsprozess unseres Programms fand ich einfach wunderbar, weil wir da auch wirklich drauf eingegangen sind, welche, ja, zum Beispiel die Niederländer, die wollten dann trotzdem noch irgendwie ein bisschen Kontrolle dann über ihre Streitkräfte behalten, weil als sie irgendwelche Leopard 2 an die Ukraine liefern wollten, dann gab es ein Veto aus Deutschland. So, was natürlich ein wirklicher Rückschritt ist, wenn man sich dann vorstellt, dass sich quasi die Kanzlerpartei hinstellt und für eine gemeinsame europäische Armee wirbt und die Holländer jetzt zum Beispiel irgendwie in der öffentlichen Diskussion jetzt einfach irgendwie total irritiert sind, weil sie ihre Panzer nicht weitergeben können, weil dann der Kanzler dann das Veto draufsetzt, dann ist es halt negativ. Und da müssen wir halt darüber reden und müssen halt hier irgendwie alles miteinander kombinieren und es vorantreiben. So, wir Piraten kommen ja nicht unbedingt aus der friedenspazifistischen Ecke und deswegen war ich auch recht froh, dass hier auch in dem Programm auch die Rüstungsindustrie dann auch ihren Anteil gefunden hat und wir für eine gut aufgestellte heimische Rüstungsindustrie sind. Ja, also wirklich international. Das hat den Franzosen natürlich sehr gut gefallen, weil wir einfach sehen, wir müssen hier einfach einfach verteidigungsbereit, wehrhaft auch sein in unserer Europäischen Union und wir müssen auch mit einer Stimme sprechen. Also wir sind auch wirklich für dieses, gibt es immer das absolute Vetorecht, da kann sich Ungarn dann hinstellen und alles Mögliche blockieren. Das ist das Prinzip der Einstimmigkeit gilt und das muss aufgelöst werden. Wir müssen da so agieren können, wie es auch in wirtschaftlicher Hinsicht ist. Da ist die EU ein Big Player, da weiß auch die USA oder auch China, wissen dann, okay, das wird übel, wenn es dann zum Handelskrieg kommt. So, und es muss eigentlich auch auf außensicherheitspolitischer Ebene dann auch erfolgen. Und da müssen wir einfach aufpassen, weil wir angegriffen werden, müssen wir auch da in dieser Hinsicht wehrhaft sein. Und das ist absolut wichtig. Es kann nicht sein, dass ein Wirtschaftsraum von 500 Millionen Menschen einfach irgendwie so handlungsunfähig ist wie Luxemburg auf dieser Ebene. Und das ist ein bisschen, da müssen wir wirklich dran arbeiten. Aber insgesamt gehen wir ja als Piraten sehr positiv an die ganze Sache ran und arbeiten hier auch mit Vorschlägen, konstruktiver Arbeit und Kritik. Ich bin vielleicht ein bisschen bildhaft bei meiner Kritik, also ich habe das ja schon festgestellt, das mache ich ja auch immer wieder in meinen Spaces. Dann habe ich immer meinen kleinen Mops noch dabei, sie schläft dann immer und sägt vor sich hin. Das habe ich heute nicht, also wer Bruni vermisst, ist heute nicht da, aber ja. So ein bisschen habe ich so einen kleinen Ausblick gegeben oder einen Überblick gegeben, was wir so in der Piratenpartei an Außen- und Sicherheitspolitik so machen. Und hier sind wir wirklich gut aufgestellt. Also ich habe da auch schon von Leuten, die wirklich auch im politikwissenschaftlichen Bereich, auch teilweise im journalistischen Bereich, haben wir einfach die Rückmeldung bekommen. Also unsere Sachen sind wirklich gut. Wir können da wirklich auch mit den Bundestagsparteien mithalten. Ja, danke. Und ja, das freut mich dann auch persönlich, weil man sich da einfach schon, ich mache das ja jetzt schon seit 10 Jahren, weil es so mühsam nähert sich das Eichhörnchen, weil es einfach so ein bisschen was bringt. Und ich musste mich auch nie verbiegen in meiner Tätigkeit und ich musste und konnte hier auch immer gut wirken. Und das freut mich dann auch, dass wir hier dann auch wirklich gemeinsam auch
ohne Probleme einfach auch unser Programm durchwinken konnten, während andere dann immer ihren radikal-pazifistischen Flügel dann haben, sowohl rechts oder links oder wie auch immer. Die gleichen sich ja auch irgendwie. Habt ihr es schon festgestellt, ob es jetzt die AfD ist oder die SED-Nachfolgeparteien, das ist ja immer, ja, die scheinen irgendwie denselben Ghostwriter aus Moskau zu haben, vielleicht auch in so einer Trollfarm angesiedelt, kann auch sein, aber das ist auch ein Angriffsvektor. Und wir müssen halt als Piraten, als demokratische Partei, müssen wir halt auch diese Fackel dann hochhalten und sagen so, wir wollen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung erhalten. Wir sind ja beim Grundgesetz, sind wir sowieso konservativ. Und da müssen wir einfach auch kämpfen gegen diejenigen, die dann immer mit ein paar Goldbarren im Gepäck dann sich den Wahlkampf dann finanzieren. Und ja, das sind halt interessante Zeiten und da müssen wir einfach dann irgendwie langsam und beständig einfach dran arbeiten, dass wir jetzt zum Beispiel Anja auch ins Parlament reinbekommen. Übrigens die einzige Spitzenkandidatin, die wahrscheinlich auch mit einem MG3 umgehen kann, was zurzeit sehr wichtig ist wahrscheinlich. Und ja, also Außen- und Sicherheitspolitik sind mal gut aufgestellt, einfach auch für die Zuschauer, die mir auch, ja, die mich jetzt meistens nur aus den Spaces kennen, die ich dann jeden Mittwoch mache. Aber ja, jetzt seht ihr mich auch da mal live, werdet ihr öfter. Ich mache nämlich, denke ich mal, wieder vielleicht auf Twitch oder auf YouTube, habe ich gerade ein Projekt am Laufen, dass ich da entsprechend was machen werde, neben meinem Lagebild am Mittwoch. Also auf jeden Fall freut mich das, heute auch hier zu sein in Bamberg und euch das auch mal hier live dann ja, im Stream und hier im Saal einfach nochmal näher zu bringen, was wir da Geiles machen. Und ja, freut mich. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Vielen Dank an Alex Kohler für seinen Vortrag über EUs Sicherheitspolitik. Jetzt folgt unser letzter Vortrag des heutigen Tages. Und das ist von Patrick Breyer. Ja, der sitzt für uns tatsächlich heute auch noch im EU-Parlament und hat einiges erreicht in den letzten Jahren. Was genau, zeigt er euch gleich in seinem Vortrag. Dementsprechend wird gleich auf der Bühne direkt hinter mir ein Bild erscheinen, auf dem er sich live zuschaltet. Er kann heute leider nicht vor Ort sein, aber wir haben ihn live bei uns zugeschaltet und dementsprechend geht es jetzt auch gleich los. Ja, liebe Piraten in Bamberg, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, lieber Felix als Organisator, vielen Dank, dass du hier heute dieses Event organisierst und mich auch eingeladen hast, was zu unserer Arbeit im EU-Parlament zu sagen. Ich bin Patrick Breyer, euer Europaabgeordneter der Piratenpartei und ich möchte ein paar Worte dazu sagen, warum es unsere Piratenpower hier in Brüssel braucht, warum wir Piraten als Europas Stimme der Selbstbestimmung und des freien Internets gebraucht werden. Wir sind ja Europas digitale Freiheitskämpfer. Ich glaube, dass unsere Bilanz das ganz deutlich zeigt, die ihr übrigens ab heute, seit heute auf meiner Homepage ja, finden könnt unter liebe Erfolge. Aber Bamberg, auch D64 hat jetzt nochmal einen Wahlprogrammcheck veröffentlicht. Lieber Felix, und auch da geht ja ganz klar daraus hervor.
Ja, nach der letzten Europawahl direkt standen wir vor der Qual der Wahl, ob wir Cem Ursula zur EU-Kommissionspräsidentin wählen wollen. Naja, wir haben eine Basisbefragung gemacht. Die Meinung war einhellig und auch unsere Meinung. Wir haben eine ganz klare Absage an Cem Ursula erteilt, weil wir genau wussten, dass sie für Überwachung steht, für Massenüberwachung, weil sie auf unsere Fragen keine Absage diesen Plänen erteilt hat, sich auch nicht klar gegen Upload-Filter positioniert hat. Und tatsächlich hat sie dann in ihrer Amtszeit eine unglaubliche Überwachungslawine vorgelegt an Gesetzen und Anschlägen auf unseren Datenschutz. Ich habe das diese Woche mal für einen Post zusammengestellt. Also die Liste ist unglaublich lang. Sie hat sich durch Intransparenz ausgezeichnet. Es sind Klagen sogar der New York Times gegen sie anhängig, weil sie ihre Kungeleien mit dem Pfizer-Boss nicht veröffentlichen will, welche schlechten Milliardendeals da zu Impfstoffen gemacht worden sind. Aber auch schon vorher, als sie deutsche Ministerin war, ist sie durch gelöschte SMS-Nachrichten und Ähnliches bekannt geworden. Und das ist schon der erste Unterschied zu anderen Parteien, denn die FDP hat tatsächlich für Cem Ursula gestimmt als Kommissionspräsidentin. Die Grünen haben sich enthalten, größtenteils. Also von uns Piraten klare Linie, klarer Kurs. Cem Ursula ist nicht unsere Kommissionspräsidentin. Wir haben jetzt aber auch eine neue Strategie, die wir fahren, und zwar die Strategie der Unterwanderung. Denn Marcel Kolaja, der Spitzenkandidat der tschechischen Piraten, ist von der tschechischen Piratenpartei nominiert worden als deren Kandidat für den nächsten tschechischen EU-Kommissar. Und die Regierung hat sich zwar noch nicht entschieden, aber die Piratenpartei hat ein Vorschlagsrecht. Und wenn Marcel tatsächlich EU-Kommissar würde, die haben ja die Tradition, dass sie alles einvernehmlich entscheiden, da wäre so ein Gesetzentwurf wie die Chatkontrolle nie auch nur auf unseren Tisch gekommen. Da könnt ihr euch sicher sein. Also da wird die EU-Kommission umgekrempelt, wenn das gelingen sollte. Wir schauen mal. Ja, und um über unsere Arbeit und unsere Erfolge zu sprechen, fange ich mal an mit einem Thema, was Bürgerrechte und Transparenz verbindet, nämlich der Fall Julian Assange, der WikiLeaks-Gründer, der in Großbritannien vor Gericht steht und ausgeliefert werden soll in die USA dafür, dass er geheime US-Dokumente aufgedeckt hat, aus denen sich Kriegsverbrechen ergeben. Also im Grunde genommen etwas, was jeder investigative Journalist tut. Eine Bedrohung für die Pressefreiheit. Und wir haben ihn für den Friedensnobelpreis nominiert, um Aufmerksamkeit zu schaffen, um Druck zu machen. Wir haben erreicht oder mit dazu beigetragen, dass er Finalist für den Sacharow-Menschenrechtspreis des Europäischen Parlaments geworden ist. Wir haben Anfang des Jahres beantragt und auch eine Mehrheit dafür bekommen, dass es eine Aussprache im EU-Parlament zu seinem Fall gab und endlich auch die EU-Kommission ihr ohrenbetäubendes Schweigen dazu brechen musste und sich zu dem Fall äußern musste. Wir haben zwei Briefe von Europaabgeordneten zu seiner Unterstützung an den britischen Innenminister organisiert. Ich habe mehrfach seine Frau Stella Assange getroffen und ich hoffe doch, dass wir dadurch, durch diese Arbeit mit dazu beigetragen haben, dass diese Woche am Pfingstmontag der britische High Court die Berufung von Assange gegen die erstinstanzliche Auslieferungsentscheidung zugelassen hat und der Frage nachgehen will, ob in den USA überhaupt ihm eine Meinungs- und Pressefreiheit zugestanden werden soll. Also, er ist nicht auf freiem Fuß, aber die Berufung ist zugelassen. Die Zusicherungen der USA reichen nicht aus. Und das ist jetzt erstmal ein gutes Zwischenergebnis. Wir hoffen, dass dieses Verfahren, was ja eigentlich abschrecken soll, Whistleblower und Journalisten gleichermaßen, dass am Ende dieses Verfahrens eine Entscheidung steht, die ganz klar macht, Julian Assange hat legal gehandelt, alle anderen, die das tun, müssen auch keine Auslieferung befürchten. Das ist mein Wunsch, denn für mich als Pirat ist ganz klar, Transparenz darf kein Verbrechen sein. Ja, ein weiteres Beispiel, was wir hier in Brüssel erreicht haben.
Wir Piraten haben maßgeblich dazu beigetragen, dass die EU den Big Tech-Konzernen mit dem Digital Markets Act besser die Stirn bietet, dass es mehr Wahlfreiheit und Vielfalt im Netz gibt und geben wird. Denn dank dieses Digital Market Acts ist zum Beispiel die plattformübergreifende Überwachung und Nachverfolgung eurer Internetnutzung verboten. Google muss bei der Suche nach Produkten bessere Angebote zeigen als nur von seinen eigenen Werbekunden. Apple muss auf seinen iPhones auch Apps von anderen Plattformen und auch andere Internetbrowser als Safari zulassen. Also stärken wir die Wahlfreiheit. Und ein besonderer Erfolg, der wirklich nur dank uns Piraten in das Gesetz aufgenommen worden ist, ist die messengerübergreifende Kommunikation, die sogenannte Interoperabilität. Bisher konnten wir ja, sind wir ja quasi an der Nutzung von WhatsApp kaum vorbeigekommen. Übrigens auch ich in der Politik, weil viele konservative Kollegen nur diesen Messenger benutzen. Ich habe es trotzdem nicht installiert, aber das kostet Kontakte, ne? Und anderen Menschen geht es ähnlich, die ihre Freunde, ihre Familie oder vielleicht eine Gruppe, ihre Arbeitskollegen oder Studienkollegen in einer WhatsApp-Gruppe haben und sie halt anders nicht erreichen können. Dabei hat WhatsApp immer wieder verbraucherfeindliche Bedingungen diktiert und grenzwertige bis übergriffige Praktiken an den Tag gelegt. Und dank des neuen Gesetzes und der Regelungen, die wir durchgesetzt haben, werden WhatsApp-Nutzer und WhatsApp-Gruppen auch über andere, alternative, offene, datenschutzfreundliche Messenger-Dienste erreichbar sein, wenn die Dienste dem zustimmen und wenn die beteiligten Nutzer dem zustimmen. Natürlich bekommt dann bei der Messenger-übergreifenden Kommunikation auch sichere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zum Einsatz und natürlich ist das vollkommen freiwillig und von der Einwilligung, von der aktiven Zustimmung der Nutzer abhängig. Wer nicht mitmachen möchte oder Bedenken hat, dessen Daten bleiben auch ausschließlich bei dem Dienst seiner Wahl. Aber wer mitmachen möchte, und ich glaube, die ersten Messenger sind in Gesprächen, mit WhatsApp, ja, also verpflichtend ist es nur für die dominanten Platzhirsche, für WhatsApp, für Facebook Messenger. Welche Messenger sich dann damit verbinden, das ist denen dann freigestellt. Aber ich glaube, die ersten Gespräche laufen und diese messengerübergreifende Potenzial hat, wie das im Telefon Netzwerk selbstverständlich ist, dass ich auch Kunden anderer Anbieter anrufen kann, wie das bei E-Mail selbstverständlich ist, dass ich auch Nutzern anderer Provider mailen kann, hat diese messengerübergreifende Kommunikation das Potenzial, unsere Abhängigkeit von WhatsApp zu durchbrechen, echte Wahlfreiheit zu schaffen und einen Wettbewerb um den besten Messenger in Gang zu setzen. So bekommen dann endlich auch datenschutzfreundliche und nicht kommerzielle Messenger, die ja selbst kaum Nutzer haben, trotzdem eine Chance sozusagen als besseres Tor zu WhatsApp, also Piraten wirken. Ja, es ist nicht nur so, dass wir einiges erreichen und vieles angeschoben haben, sondern es ist auch so, dass wir vieles gestoppt und verhindert haben, was von Seiten der EU-Kommission gedroht hat. Stichwort Gesundheitsdaten. Es gibt ja kaum etwas Intimeres als unsere Geschlechtskrankheiten, unsere sexuellen Störungen, Impotenz, Unfruchtbarkeit, Schwangerschaftsabbrüche, Süchte, psychische Krankheiten. Und dennoch soll nach dem neuen europäischen Gesundheitsdatenraum, bei dem ich auch mitverhandelt habe und am Verhandlungstisch saß, all diese Informationen über alle unsere Behandlungen gesammelt werden und europaweit abrufbar werden. Nicht nur für unsere behandelten Ärzte, sondern auch lediglich pseudonymisiert, also immer noch identifizierbar, auch für Industrie. Und das selbst zur Entwicklung von KI-Algorithmen, zur Produktinnovation, einen weitestgehenden Datenzugriff für alle, die sich nicht wehren. Und da kommen wir auf den Plan. Ich habe in den Verhandlungen immer wieder eingefordert, dass die Patienten die Kontrolle über ihre Daten behalten müssen. Und was im Endeffekt dabei rausgekommen ist, nämlich ein Widerspruchsrecht gegen Datenzugriffe, ja, das ist, fürchte ich, für viele Menschen leider viel zu kompliziert.
Wir wissen aus Studien, Untersuchungen, dass nur ein Bruchteil der Menschen, die eigentlich keine Nutzung ihrer Daten wollen, auch wirklich dann widersprechen, weil das so kompliziert ist, weil viele die Zeit nicht haben oder das gar nicht verstehen, das Verfahren. Letzten Endes waren wir Piraten dann auch die lautesten Kritiker dieser Patientenentmündigung, haben unermüdlich über die Pläne aufgeklärt und dann auch gegen die Verordnung gestimmt in der Schlussabstimmung. Aber einen großen Erfolg konnten wir doch erringen. Dank uns, auch dank unserem Einsatz, bleibt die elektronische Patientenakte freiwillig. Was die EU-Kommission ursprünglich plante, war ein Zwang zur fernabrufbaren, vernetzten elektronischen Patientenakte mit allen unseren Behandlungen drin. Und das kommt nicht. Das Widerspruchsrecht gegen eine elektronische Patientenakte, das haben wir mithilfe eines Änderungsantrages, eines fraktionsübergreifenden Änderungsantrages, der im Parlament auch eine breite Mehrheit bekommen hat, verhindert und dadurch das Widerspruchsrecht gerettet. Und das ist deswegen so wichtig, weil wenn man nur der Nutzung und dem Zugriff hätte widersprechen können, wie es die Kommission geplant hat, sind solche Datensätze dem ständigen Risiko von Hacks und von Leaks ausgesetzt. Wir haben gerade diese Woche wieder gehört, dass selbst das Europäische Parlament nicht in der Lage ist, die Personalakten von seinem eigenen Personal zu schützen. Übrigens auch bei Europol sind Personalakten abhanden gekommen. Also wie können die Bürgerinnen und Bürger darauf vertrauen, dass ein solches europaweit vernetztes System wasserdicht sei? Das wäre eine Illusion. Und deswegen ist es so wichtig, dass das Widerspruchsrecht gegen die elektronische Patientenakte gerettet worden ist und die Zwangs-EPA abgewendet worden ist. Piraten wirken. Ja, und was weiteres Beispiel zu nennen, was wir verhindert haben, mit der europäischen digitalen Identität sollte tatsächlich jedem von uns, der das System nutzt, der sich damit ausweisen oder digitale Bürgerdienste nutzen möchte, sollte eine lebenslange Personenkennziffer zugewiesen werden, und zwar dieselbe Kennziffer, egal welchen Dienst man nutzt. Das bedeutet, dass unsere Online-Aktivitäten ganz leicht zusammenführbar gewesen wären. Und dieses Vorhaben zum Glück aus dem Gesetzesvorhaben gestrichen. Das heißt, in Deutschland muss keine Personenkennziffer eingeführt werden. Wir haben auch erreicht, es muss alternative Möglichkeiten geben, auch sich zum Beispiel bei staatlichen E-Government-Diensten auch anzumelden. Also man ist nicht gezwungen, diese EID zu nutzen. Die App wird Quelltext offen sein, das heißt, es muss offengelegt werden, wie der Code da funktioniert. Leider nicht das Backend, ja, was dann an Verarbeitung hinten läuft, da haben wir dann keinen Einblick mehr rein. Und man hat auch reingeschmuggelt, Browser zu zwingen, von der Regierung ausgestellte Sicherheitszertifikate anzuerkennen. Ganz gefährliche Sache, die Überwachung auch verschlüsselter Internetkommunikation ermöglicht. Also am Ende ein klares Nein von uns zu der Verordnung. Aber doch, wir sehen keine Bürgerkennziffer, transparenter Code, Freiwilligkeit, also Piraten wirken. Ja, und um ein anderes Thema anzuschneiden, digitales Lernen in Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft und auch unserem ehemaligen Europaabgeordneten Felix Rehder habe ich es geschafft, das EU-Parlament dafür zu gewinnen, Forschungsmittel bereitzustellen, um zu untersuchen, ob eigentlich das Urheberrecht den heutigen Herausforderungen an digitales Lernen gerecht wird. Denn gerade in Zeiten der Pandemie wäre es natürlich essentiell gewesen, dass man Bücher als Schülerin, Schüler oder als Studierender, dass man Bücher digital ausleihen kann. Und doch ist es so, dass das bei ganz vielen Büchern bis heute nicht der Fall ist. Und wenn, dann ist die Anzahl der Exemplare begrenzt. All das hindert letzten Endes digitales Lernen und freies Wissen. Und dank unserem Antrag lässt die EU-Kommission jetzt untersuchen, muss das Urheberrecht angepasst werden, damit endlich digitales Lernen eine Selbstverständlichkeit wird. Piraten wirken.
So, und jetzt aber wieder zu einem Nerd-Thema, nämlich die Gamer-Initiative Stop Killing Games. Wehrt sich dagegen, dass die Hersteller von Computerspielen es sich rausnehmen, einfach von einem Tag auf den anderen viel genutzte Computerspiele, wo sich super Communities gebildet haben und so weiter, einfach den Stecker zu ziehen, vom Netz zu nehmen, übrigens auch ohne Entschädigung der Spielerinnen und Spieler, nur damit sie neue Produkte verkaufen können. Also das kann ja überhaupt nicht angehen, dass das zulässig ist, eine solche Willkür. Stein des Anstoßes war jetzt eine Initiative oder ein Rennspiel von Ubisoft, The Crew, wo dann im Dezember angekündigt wurde, ach übrigens, ab April nehmen wir das vom Netz. Alle Spieler, die es gekauft hatten, können es nicht mehr spielen. Es ist auch gar nicht mehr vorhanden in ihrem Store. Und da hat sich jetzt so viel Protest auch gebildet gegen diese Praxis, die ja auch bei weit mehr Spielen noch sich abgezeichnet hat, dass es, das kann ich euch jetzt schon mal spoilern, eine europäische Bürgerinitiative geben soll, die wirklich 1 Million Unterschriften sammeln will, um das gesetzlich zu untersagen und zu verbieten. Ich darf euch übrigens einladen, nächsten Dienstagabend unterhalten unsere Spitzenkandidatin Anja Hirschel und Vertreter der Gamer dieser Initiative und aber auch eine juristische Expertin, Rechtsanwältin und ich mich darüber, über Stop Killing Games. Wie ist die Rechtslage? Wie könnte man das gestalten? Denn für uns Piraten ist ja das klare Ziel, wir wollen allgemein, dass Software oder auch IT-Produkte, die nicht mehr gepflegt werden vom Hersteller, dass die einfach von der Community übernommen werden können. Und darüber wollen wir uns unterhalten, wie wir da weiterkommen. Ich habe auch Anfragen an den EU-Digitalkommissar Thierry Breton eingereicht. Ist das eigentlich nicht jetzt schon verboten? Denn unfaire AGB-Klauseln sind eigentlich schon heute untersagt. Ich hoffe mal, dass wir bis nächsten Dienstag die Antwort vorliegen haben und dann diskutieren können. Also freut euch auf den Stream. Und wir machen so viel Druck, dass, denke ich, hier gute Ergebnisse dabei rauskommen können. Insofern Piraten wirken. Ja, wir Piraten kämpfen nicht nur für ein freies Internet, wir sorgen auch für Transparenz in Europa. Ich bin vor den Europäischen Gerichtshof gezogen, um die unwissenschaftliche, von der EU finanzierte Videolügendetektorforschung zu enthüllen. Da wird ernsthaft daran geforscht, dass bevor man in die EU einreisen darf, man unter Videoüberwachung Fragen beantworten muss und die Technik soll dann den Einreisebeamten anzeigen, ob jemand die Wahrheit oder gelogen hat. Also es ist ja wirklich lächerlich, dass man glaubt, sowas könnte funktionieren. Es ist auch von unabhängigen Wissenschaftlern wird gesagt, das ist nicht haltbar, dass das wirklich funktionieren kann. Die Versuche waren unseriös und doch hat die EU schon Pilotversuche an echten Grenzen durchführen lassen. Ich habe herausgeklagt, Unterlagen darüber, Rechtsgutachten, die sagen, dass das gar nicht rechtlich zulässig ist. Ethikgutachten, die sagen, wie ethisch bedenklich es überhaupt ist, eine solche Emotionserkennung oder zu glauben, in Köpfe von Menschen hereingucken zu können. Ja, und der Erfolg bisher immerhin, die Unterlagen liegen offen und die EU hat das nicht eingeführt bisher. Also Piraten wirken. Und das nächste Beispiel zum Thema Transparenz. Dank uns, Piraten, wird der Europäische Gerichtshof so transparent wie noch nie und im Übrigen wie auch kein deutsches Gericht, was ich kenne, denn wenn ein nationales Gericht demnächst eine Frage vorlegt und nach Luxemburg schickt, und das sind alle Grundsatzentscheidungen im Grunde genommen, kommen so zustande, dann wird der Europäische Gerichtshof nach dem Ende des Verfahrens, wo man ja das Urteil nur nachlesen kann, auch die Dokumente veröffentlichen, die dazu geführt haben. Das heißt, alle Schriftsätze, die eingereicht wurden von EU-Kommission, auch von den nationalen Regierungen,
wo wir uns, glaube ich, oft wundern werden, auf wessen Seite die sich wirklich gestellt haben. Wird das veröffentlicht, wenn sie nicht widersprechen? Wenn der Verfasser des Schriftsatzes der Veröffentlichung im Netz widerspricht, kann man immer noch einen Informationszugangsantrag stellen. Aber diese Transparency by Default, also Transparenz als Grundlage, Grundeinstellung, das ist etwas, was ich von keinem anderen Gericht kenne, und ich bin ja Richter, also, und ich kann auch genau sagen, das ist uns zu verdanken, denn ich habe das beantragt, das EuGH-Statut zu ändern, zu einer Änderung, die eigentlich ganz andere Fragen betraf, und von daher ist das ganz klar auf unser Konto als Piraten zuzuschreiben, dass die europäische Justiz transparenter wird. Piraten wirken. Wir Piraten bringen auch Licht in die Going Dark Überwachungsschmiede, eine Expertengruppe der EU, die hinter verschlossenen Türen an der Wiedereinführung der verdachtslosen flächendeckenden Vorratsdatenspeicherung und an dem Aufbrechen sicherer Ende-zu-Ende-Verschlüsselung arbeitet. Wir haben schon viele Dokumente ans Tageslicht gebracht. Wir haben geschafft, dass diese Gruppe NGOs einladen musste. Wir wissen noch nicht, was in ihren Empfehlungen drinsteht. Wir wissen, dass die unmittelbar in das Arbeitsprogramm der neuen EU-Kommission von Zensursula II sozusagen einfließen sollen. Und wir sind aber dabei, auch da ranzukommen an dieses Dokument. Hoffentlich klappt es. Und da Transparenz zu schaffen, wie wieder unsere Bürgerrechte ausgehöhlt werden sollen. Also Piraten wirken. Ja, weiteres Beispiel von Transparenz. Wir veröffentlichen Abstimmungsgrafiken. Wer uns in den sozialen Medien mir folgt, der kann sehen, dass es immer wieder Parteien gibt, die nicht zu ihren Werten stehen, wo wirklich auch die Community sich an den Kopf greift, wie konnten die so abstimmen. Wir sorgen für Transparenz und Rechenschaft. Wir haben auch den Piratomaten, piratomat.de, ans Netz gebracht, wo ihr eure politische Meinung vergleichen könnt mit dem tatsächlichen Abstimmungsverhalten der Parteien im Parlament. Also meine Empfehlung, macht das. Nutzt auch den Digitalomaten, den jetzt Digital Courage an den Start gebracht hat. Ihr werdet sehen, andere Parteien knicken immer wieder ein. Für uns Piraten sind digitale Grundrechte, digitale Bürgerrechte nicht verhandelbar. Wir bleiben stark. Bei uns sind Bürgerrechte, Mitbestimmung, Transparenz in der ersten Reihe vertreten und als Priorität. Deswegen, Europa braucht digitale Freiheitskämpfer. Europa braucht uns Piraten. Verdienst ist, dass das gesamte EU-Parlament parteiübergreifend sich gegen Chatkontrolle positioniert hat. Hätte ich vor einem Jahr nie gedacht, wenn ihr mich gefragt hättet. Das brauche ich, glaube ich, nicht auszuführen, das ist bekannt. Wir haben diese Woche nochmal ein Video dazu veröffentlicht, was das erklärt. Aber eins ist klar, wir Piraten sind die Hacker der Politik. Wir sind der parlamentarische Arm der Netzgemeinde und der Zivilgesellschaft. Und deswegen muss unsere Arbeit weitergehen. Die Chatkontrolle ist bei weitem nicht vom Tisch, sondern wird weiter verfolgt, vielleicht sogar in Kürze im Kern unveränderter Form beschlossen von den EU-Regierungen. Überwachungspläne werden weiter geschmiedet. Der Hightech-Überwachungsstaat bleibt das Ziel von vielen. Nach Johansson, Big Sister Johansson, wird der nächste EU-Innenkommissar oder Innenkommissarin ähnliche Pläne verfolgen. Deswegen braucht Brüssel Piratenpower. Dazu braucht es jeden von euch. Das heißt, allen euren Einsatz. Und ich möchte mich bedanken dafür, was ihr schon geleistet habt an ehrenamtlicher Arbeit, an Aufklärungsarbeit auch, um einen lebenswerten digitalen Lebensraum zu schaffen und zu beschützen, um zu einem Informationszeitalter zu kommen, bei dem wir Menschen und unsere Rechte im Mittelpunkt stehen und nicht die Gier der Konzerne oder die Stasi-Träume von Innenministern. Wir Piraten sind der Endgegner dieser Überwachungsfanatiker und Überwachungskapitalisten, gerade hier in Europa. Deswegen, Europa braucht
Piraten und lasst uns den Wiedereinzug in das EU-Parlament rocken. Vielen Dank. So, jetzt hat. Vielen Dank an Patrick Breyer. Wie ihr es sicherlich mitbekommen habt, gab es in der vergangenen Zeit tatsächlich erstaunlich wenig Medienpräsenz. Wir haben da natürlich jetzt mal nachgeforscht, woran das denn liegt, und haben beim Fränkischen Tag nachgefragt. Ja, die haben uns mitgeteilt, dass die Interviews von Kandidaten eine Lesequote haben, die gegen Null tendiert und daher überhaupt keine Kandidateninterviews erfolgten. Wir halten das für ein fatales Warnzeichen und appellieren daher gerade auch an die anwesende Presse, politischen Angelegenheiten mehr Platz einzuräumen, denn nur ein informierter Wähler kann fundierte Entscheidungen treffen. Ihnen allen wünsche ich noch einen angenehmen Abend. Falls Sie mit dem Bus angereist sind, beachten Sie bitte, dass die Haltestelle für die Nachtlinien in Richtung Zopp dieselbe Haltestelle ist, an der Sie auch aus Richtung Innenstadt angekommen sind. Wir sind gekommen, um zu bleiben. Von den Bamberger Piraten werden Sie auch in Zukunft etwas hören. Für uns alle noch unentschlossen besteht auch noch die Möglichkeit, direkt mit den Rednern zu kommunizieren und Unklarheiten aufzulösen. Im Namen der Piratenpartei Bayern möchte ich Sie erneut darauf hinweisen, dass wir uns über Spenden für die Verpflegung sehr freuen. Wir freuen uns ebenso wie der Gesangverein Liederhort Gaustadt e.V., bei dem wir heute freundlicherweise zu Gast sein durften, auch über neue Mitglieder. Hallo Zukunft, goodbye Steinzeit. Machen Sie es nicht gut, machen Sie es besser.